sind die Herausforderer, die Schlossgeister, allesamt Hausfrauen mit Therese Gschwendtner, Christina Obermeier, Elisabeth Empel, Elfriede Sonnleitner und Johanna Kohlmeier. Und das sind die Champions, die Bismarckler mit Martin Lagasse, Politologiestudent, Erik Lagasse, BWL-Student, Dieter Gock studiert Jura, Markus Daniel, BWL und Thorsten Kirste ist ebenfalls BWL-Student. Sie alle sind heute zu Gast bei Ruckzuck. Wer ist Ruckzuck? Wieder auf Zack, Jochen Bendel. Ich verstehe fast mein eigenes Wort nicht mehr. Wunderschönen guten Abend zu Hause, Sie auch hier im Studio. Wir schreiben eine neue Ära Ruckzuck. Heute ist Mittwoch, wir schreiben aber gleichzeitig auch ein neues Jahr. Denn der 1.1.92, Sie wissen, wie man sich immer so fühlt. Ja? Ein Jahr geht los und man weiß nicht, was bringt es, was wird werden. Ich fühle mich relativ unsicher noch heute. Nicht, weil ich weder Werners Sohn bin oder mit Werner verheiratet, verschwägert oder verschwistert bin. Nein, ich fühle mich so wie nach einem Umzug. Sind Sie schon mal umgezogen? Sehen Sie, man kommt in eine völlig neue Umgebung. Neue Wohnung, der Vormieter ist raus, Werner ist es hier ein bisschen zu eng geworden. Aber ich bin froh, dass er die Möbel hier stehen hat lassen. Ja. Denn sonst könnte ich jetzt hier nicht stehen mit unseren Kandidaten und könnte Ihnen sagen, wenn man einmal ins Finale kommt bei Ruckzuck, gewinnt man 4.800 Mark. Und schafft man das Ganze sechsmal, dann sind es 100.000 Mark. Und darum kämpfen heute zwei Mannschaften, die Sie bereits schon kennen. Auf dieser Seite gestandene Herausforderinnen. Und das hier sind die Champs. Ja. Martin, das war euer Applaus. Wir werden sehen, wie ihr das Spiel machen werdet. Ihr habt schon einmal gewonnen, das ist richtig. Ja, ich gehe trotzdem zu den Damen, denn ihr stellt euch zum zweiten Mal hier vor. Ich bin die Therese und ich wünsche dem Jochen ganz einfach toi, toi, toi. Danke. Und ich bin die Christina und ich sage den Jungs gegenüber in schönstem Bayerisch, auf geht's beim Schichtel. Ich bin die Elisabeth und ich möchte gerne wieder auf die andere Seite des Studios. Ich bin die Elfriede und ich sage ein neues Jahr, ein neuer Schwung. Ich bin die Johanna und ich wünsche dem Jochen viele schöne Ruckzuck-Sendungen. Das ist ganz lieb. Vielen Dank. Hoffentlich werden es 1000. Ja, warten wir mal ab. Dann lade ich euch auch wieder ein, dann gibt es wieder so ein ganz besonderes Team. Mhm. Therese, du bist verheiratet und ich weiß, dass du zwei Kinder hast. Ja. Und du gehst gerne shoppen, Einkaufsbummel machen. Ja. Wenn du jetzt so ins Kaufhaus gehst, suchst du da erstmal nur für dich was aus oder denkst du auch an deine Kinder, an deinen Mann, an Oma und Opa? Ja, erst ich, das ist klar. Schon. Und wenn mir was gefällt für den Mann, für die Kinder auch. Also, aber erst bin ich dran. In welcher Abteilung hältst du dich denn am längsten auf? Oberbekleidung. Oberbekleidung. Pullover, ja. Blusen. Ja, genau. Kosmetikabteilung ist ja auch bei Frauen immer so ein Ding, ja. Ne? Doch auch. Ja? Mhm. Prima. Passt auf, ich werde jetzt Folgendes tun. Ich erkläre euch heute wieder die Spielregeln. Denn alles, was ihr tun müsst, ist den vorgegebenen Begriff so lange durchzuraten, bis er am besten hinten bei Johanna ankommt. Nennt einer von euch ein wichtiges Wort für die Beschreibung doppelt, ertönt ein Zeichen. Und das ist der Schiedsrichter. Guten Abend, ich hoffe, du passt heute ganz besonders auf mich auf. Ich werde helfen, Jochen. Alles klar. Wir stoppen dann den Punktestand und machen mit der anderen Mannschaft weiter. Ganz wichtig, keine Gesten, keine Geräusche und keine Erklärungen in der Fremdsprache oder im Dialekt. Alles klar? Dann Kopfhörer auf. Einkaufsbummel mache ich ja auch gerne. Ja? Habe ich mir hier extra einen schönen Anzug zugelegt? Ja? Ist gemäß, standesgemäß. Schön, ja. Ja? Mhm. Therese, pass auf. Wir haben zwei Begriffe zur Auswahl. Welchen möchtest du gerne haben? Therese nimmt den Begriff Kontinent. Ihr bekommt einen ganz anderen. Du hast dazu 40 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Afrika ist ein Kontinent. Ein Punkt. Amerika ist ein Land. Anders. Kontinent. Ja. Ja, zwei Punkte. Asien ist ein Kontinent. Ja. Drei Punkte. Europa ist ein Kontinent. Ja. Das heißt vier Punkte in der ersten Runde. Hut ab. Hut ab. Ja, das müsst ihr jetzt erstmal nachmachen. Ich weiß, man hat immer so die schwere Bürde gleich am Anfang. Trotzdem, stellt euch das erst noch mal kurz vor.
Ich bin der Martin und von meinem irrsinnigen Gewinn von gestern von sage und schreibe 80 Mark werde ich mir wahrscheinlich 40 Pfund Nudeln kaufen. Ich bin der Erik und von meinen fantastischen 80 Mark werde ich mir 20 Flaschen Ketchup kaufen. Ich bin der Dieter und von meinen 80 Mark habe ich eine Kaffeefahrt in mein Heimatland gebucht. Mein Name ist Markus und ich bin der Einzige, der hat leider federn lassen müssen. Ne? Ich bin der Thorsten und ich habe meinen immensen Gewinn erstmal gespart. Bringt ja auch Zinsen, Thorsten. 80 Mark können sich auch multiplizieren. Martin, du bist jetzt jemand, wo man sagt, er ist so der Tüftler. Sie müssen sich das so vorstellen, er sitzt wahrscheinlich zu Hause und überlegt sich, welches Spiel könnte ich neu gestalten oder entwickeln. Hast du ein paar Ideen für diese Show? Oh, für diese Show Ideen ist schwierig. Die Show ist an für sich so gut und mit dem Moderator kann man so zufrieden sein bisher, dass es eigentlich nicht viel gibt, was ich im Moment verbessern wollte. Also es gibt ja vielleicht noch so ein paar kleine Tricks, die euch helfen, hier zu gewinnen. Habt ihr ein System? Übung. Übung. Gut, dann machen wir das noch mit einer Vervollständigung der Spielregeln. Ihr dürft natürlich auch kein Schlüsselwort doppelt nennen bei der Beschreibung. Und auch für euch gilt, keine Gesten und keine Geräusche zu machen. Ja? Hände also unten lassen. Prima. Kopfhörer auf. Dazu darf man die Hände noch benutzen. Das ist das Einzige. Ja? Ein Begriff hat dir Therese übrig gelassen. Und dieser Begriff heißt Frankreich. Du hast 40 Sekunden dafür Zeit. Ruckzuck. Paris liegt in Frankreich. Ja, ein Punkt. Die Seen. Wo? Paris. Wo noch? Frankreich. Ja. Zwei Punkte. Flammkuchen gibt es in Elsass, Frankreich. Ja. Drei Punkte. Eiffelturm in Paris. Größer. Ja. Das heißt auch vier Punkte für unsere Champions. Sie sehen, das wird ein ganz, ganz heißes Spiel heute Abend. 4:4 nach einer Runde. Wir sehen uns gleich wieder, machen eine kleine Pause. Weiter. Sie haben zu Hause schon gemerkt, es kann sehr, sehr spannend werden. 4:4 steht es schon für beide Mannschaften. Martin, ich verabschiede mich von dir. Du gehst nach hinten. Das Aufrücken immer bringt ein bisschen Bewegung im Kreislauf. Gell? Erik, du hast eine Lieblingsspeise, die rot ist. Ja. Was ist das? Ketchup. Ich bin ja da Experte. Ja? Also ich kenne mich ja da aus. Das sind ja die Leute mit den roten Haaren und so, die dann immer Ketchup essen den ganzen Tag. Würdest du denn zum Beispiel auch deinen Bananensaft, den du sehr gerne trinkst, mit Ketchup genießen? Nee, also so weit geht's nicht, aber... Ich glaube, ich könnte also sehr gut Werbung für Ketchup machen. Das könntest du ja, schon? Ja, das könnte ich auch. Ja. Was wäre dann dein Spruch? Ja, Spruch nicht. Ich meine, ich habe daheim so ein Bild, schon mit 4 Jahren, da stehe ich da mit meiner Kraft-Ketchup-Flasche und also das Bild könnte ich zeigen und könnte also wirklich ehrlich Werbung dafür machen. Ja, da können wir ja Tomi nennen und alle 1000 Firmen, die immer diese Tomaten sammeln. Also, ja. Aber ich denke mir so, mit Ketchup kann man schon weit kommen. Macht Mumm in den Knochen, ja, sind ja auch Vitamine drin, Spurenelemente. Setz gleich die Kopfhörer wieder auf. Ketchup, da ist auch Essig drin. Boah, so sauer. Auch viel noch. Zucker. Dann kannst du auch Apfelbrei essen, was rot gefärbt ist. Jetzt sei mal ehrlich, Erik, du kriegst 2 Begriffe zur Auswahl. Welchen möchtest du gerne haben? Ich nehme... Erik nimmt den Begriff Urlaub. Für euch ist der andere. Du hast 40 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Anderes Wort für Ferien. Urlaub. Ja. Ein Punkt. Was machst du in Spanien? Urlaub. Ja. 2 Punkte. Karibik. Inseln, Meer, Wasser, Urlaub. Sinn? Ja, richtig. Urlaub. Ja. 3 Punkte. Wenn du nicht arbeitest, hast du? Frei, Urlaub. Ja. Das heißt auch 4 Punkte hier. Im zweiten Spiel. Hoi. Therese, auf Wiedersehen. Christiana, die Schlossgeister. Christina. Ja. Schlossgeister. Ja. Hast du schon mal einen Geist gesehen? In der Geisterbahn. Der Geisterbahn. Ja. Ist ja auch, fährst du dann immer alleine Geisterbahn, weil man sich mehr gruselt? Nein, ich fahre nicht gerne Geisterbahn. Ich mag das nicht. Hast du schon mal so richtige Schlossgespenster? Gibt es ja auch in so Hotels und so alten Burgen. Ja, in Edgar Wallace-Filmen, da habe ich sie gesehen. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt in Urlaub fährst, zum Beispiel nach Kalifornien, da würdest du ja gerne mal hin, da gibt es ja auch so ganz ausgeflippte Leute, die meinen, ja, wir haben einen Geist im Hotel. Wie würdest du denn jetzt den Geist auf Englisch begrüßen? Ich bin jetzt der Geist, ich mache Buh. Oh, hello, welcome in my room. Das ist schön. Dann würde ich mich sofort zu dir ins Bett legen. Setz die Kopfhörer wieder auf. Wir müssen ja weiterspielen. Ein Begriff blieb übrig und dieser Begriff heißt Fernsehen. Du hast 40 Sekunden dazu Zeit. Ruckzuck.
ARD im Fernsehen. Ein Punkt. CDF im Fernsehen. Ja. Zwei Punkte. Tempo spielen. Der Preis ist heiß. Wo? Fernsehen? Ja. Ja. Drei Punkte. Derrick, wo? Krimi? Wo? Fernsehen? ARD. Das heißt vier Punkte auch hier dazu. Ui, 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 ui. Er macht mir ganz schön Schwierigkeiten, wenn wir bloß kein Unentschieden kriegen. Erik, du wechselst nach hinten. Dieter kommt jetzt zu mir. Dieter, ihr studiert ja alle noch. Ihr seid, glaube ich, alle Studenten. Was studierst du? Jura. Jura. Das ist ja somit das härteste Studium. Nein, du kannst. Findest du nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich dachte immer, Jura und Medizin, das wären so die ganz harten Nüsse. In der Medizin vielleicht, aber Jura ganz bestimmt nicht. Ja, wie weit bist du denn schon? Drittes. Drittes Semester. Ja. Du hast da noch genug vor dir. Lang genug. Und wenn du jetzt mal nicht bei deinem Studiengang sitzt und zu Hause bist und dir die Zeit vertreibst, womit machst du das? Dann mache ich Musik eigentlich hauptsächlich. Ja? Ja. Sitzt am Keyboard und spielst? Und Klavier eher. Ja. Würdest du gerne mal was beruflich mit Musik machen? Wollte ich eigentlich mal, aber hat sich etwas verändert. Musiker brauchen ja auch Anwälte. Die werden ja oft ganz schön übers Ohr gezogen. Ja, ja, das mache ich selbst dann. Ja. Ja, du ziehst dich dann selbst übers Ohr. Nein, ich helfe mir selbst. Du hilfst dir dann selbst. Gut, jetzt helfe ich euch. Ihr setzt die Kopfhörer auf, wir spielen. Du bekommst zwei Begriffe zur Auswahl. Welchen möchtest du haben? Er nimmt den Begriff Kreuz. Ihr bekommt einen anderen. Du hast 40 Sekunden Zeit, Dieter. Ruckzuck. Das rote Punkt. Kreuz. Ja. Ein Punkt. Jesus am Kreuz. Richtig. Zwei Punkte. 6:49, was machst du da? Tippen. Ja, an Lotto, Kreuz. Toto, Lotterie. Die Dinger, die du in die Felder reinmachst, was sind das? Kreuze. Weiter. Ja, zwei Punkte. Drei haben wir schon. Der Analphabet macht seine Worte, Zahl, Kreuze. Ja. Das heißt, auch hier wieder vier Punkte. Ja. Die Mehrzahl geht ja auch, gell? Mehrzahl darf man auch nennen. Christina, auf Wiedersehen. Jetzt kommt Elisabeth hierher. Elisabeth, du gehst nun unwahrscheinlich gern ins Kino. Und du bist jemand, der da gerne sitzt, weil es dunkel ist? Nein, nicht weil es dunkel ist, weil mir die Filme gefallen. Ja. Nimmst du deine ganze Familie immer mit ins Kino? Oh, das kommt drauf an, welcher Film das heute läuft. Also manchmal nur mit deinem Mann und mit den Kindern. Ins Dschungelbuch würdest du zum Beispiel dann mit deinem Mann gehen? Nein, mit meinen Kindern. Ach so. Oder mit meiner Tochter, mit meinem Sohn wahrscheinlich auch nicht mehr. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hier schaffen mit den Punkten, wenn ihr die Kopfhörer bitte wieder aufsetzen würdet. Was da für ein Begriff übrig geblieben ist. Oh. Dein Begriff heißt Gebirge. Du hast 40 Sekunden dazu Zeit. Ruckzuck. Die Alpen sind ein Berg. Gebirge. Ja. Ja, ein Punkt. Die Dolomiten sind ein Gebirge. Zwei Punkte. Der Himalaya ist ein Berg. Himalaya. Gebirge. Ja. Drei Punkte. Das Atlas Punkt in Afrika. Gebirge. Ja. Ja, eins, zwei, drei, vier Punkte gehen auch hier mit dazu. Ich denke, uns schwan vielleicht ein Unentschieden. Wir kommen gleich in die alles entscheidende vierte Runde und sehen uns wieder. Kurze Pause. Jetzt wird spannend in Runde 4 mit Jochen. Den ersten, den ich mir hole, ist Günni Keil. Meine Damen und Herren, wenn Sie hier mal stehen möchten, dann bewerben Sie sich. Es wird sehr spannend. Ich meine, wir machen gleich weiter mit... Ah, der Schiedsrichter, ja? Jochen, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Wir haben noch etwas überprüft und wir müssen bei den Männern zwei Punkte abziehen, weil hier einmal das Wort ankreuzen angedeutet wurde. Also zwei Punkte abziehen, bitte. Ihr seht, der Schiedsrichter hat solche großen Ohren. Es tut mir leid, ich habe es selber auch nicht gehört, sonst hätte ich vorher gestoppt. Das heißt, wir machen trotzdem mit euch weiter. Dieter wechselt nach hinten. Ihr wisst ja, was euch jetzt droht. Euch drohen nämlich jetzt statt einem Punkt für jede richtig geratene Antwort, für jedes richtige Wort, drei Punkte. Das heißt, ihr könnt ziemlich viel noch rausholen. Rechnet hoch, ihr kriegt alle vier Punkte durch. Dann habt ihr 12 Punkte dazu, dann seid ihr bei 22. Dann müssen die Damen euch das erstmal nachmachen. Also, Markus, zwei Begriffe zur Auswahl. Ah, entschuldigt bitte. Beinahe hätte ich es vergessen, die Kopfhörer. Siehst du, jetzt bin ich so aus meinem Konzept, weil mich der Schiedsrichter jetzt selber so rausgebracht hat. Ja? Aber die haben ja nichts gehört. Wir haben ja noch gar nichts gesagt. Deut noch mal drauf. Er nimmt den Begriff Halle. Ihr kriegt einen ganz anderen. Du hast dazu 40 Sekunden Zeit, Markus. Ruckzuck. Karate in Europa, Punkt. Halle. Richtig. Einmal richtig.
Wo finden denn Messen statt? In einer Punkt, Punkt. Halle. Ja, zweimal richtig. Von Karlsruhe, nicht Nancy, sondern Nottingham. Nee, nee. Ist Halle? Ja. Halle. Dreimal richtig. Der Bismarck Punkt, Punkt 88 war wo? Den ich veranstaltet habe. Wo in was? Badener Landhalle. Das zweite? Halle. Das heißt 1, 2, 3, 4 mal richtig. Hut ab. 12 Punkte dazu, 22 Punkte. Elisabeth, ich verabschiede mich auch von dir. Elfriede kommt zu mir. Nun, ihr habt 12 Punkte, das heißt, wenn ihr mal durchspielt, 9 Punkte, das heißt, 3 richtige Antworten würden nicht reichen. Ihr müsst auch alle 4 Antworten haben. Mhm. Ja? Dann setzt bitte die Kopfhörer auf. Nervös? Ja, schon etwas. Bissel, gell? Ja. Ich auch. Glaub's mir, ich auch. Einen Begriff hatte der Markus übrig gelassen. Der heißt Teer. Mhm. Du hast dazu 40 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Anders für Asphalt. Teer. Ja. Einmal richtig. Anders für Bitumen. Beton? Teer? Ja. Asphalt? Teer? Ja. Zweimal richtig. Bei uns sind die Gehsteige wie? Aus Pflaster. Nein. Teer? Ja. Dreimal richtig. Ist nicht aus Stein? Marmor? Dunkler? Ton? Nee. Ziegel? Nein, da bist du ganz schwarz, wenn du reinsteigst. Asche, Erde. Barfuß steig rein, dann bist du ganz schwarz aus. Zeit vorbei, wir suchen den Teer, Elisabeth. Wir haben die gleichen Champions wie gestern. Ja. Elfriede, ich verabschiede mich von euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber vorher gibt's noch ein Geschenk. Jeder von euch erhält Was kostet die Welt? Das Spiel um die Reichtümer der Welt. Aus dem Hause Parker. Elisabeth, auf Wiederschauen. Ciao, Wiedersehen, Wiedersehen. Mach's gut. Elfriede, Dankeschön. Ihr kommt zu mir nach vorne, denn ihr kommt jetzt in die Bonusrunde. Diese Männer spielen jetzt zum zweiten Mal bei Ruckzuck um 4.800 Mark. Wir sehen uns nach der Werbung. Ja. Im Finale die Bismarckler und Jochen der Erste. Wir haben alle gezittert und wir haben alle gebangt und tatsächlich, das Glück hat wieder für euch entschieden. Ihr wart auch sehr, sehr gut. Gleich Kompliment noch mal vorneweg. Aber jetzt geht es ja wieder um was. Um 4.800 Mark in dieser Runde und falls ihr hier sechsmal stehen solltet, um 100.000 Mark. Das Publikum verhält sich sehr, sehr fair. Sie treiben euch trotzdem an. Ja? Und während jetzt ihr gleich an die Kopfhörer geht und ein bisschen Radio hört, werde ich hier mit Erik die ersten Begriffe ausmachen. Klar? Geht ihr bitte nach hinten? Jetzt schauen wir mal, bis sie alle die Kopfhörer auf haben. Prima. Dein erster Begriff heißt Italien. Okay. Italien liegt in Europa. Also Europa, mein erster Begriff. Mhm. Dann Italien ist ein Land, das zweiter Begriff. Dann auch ist ein anerkannter Staat. Also Staat. Ja. Und dann Rom ist die Hauptstadt von Italien, also Rom als vierter Begriff. Rom. Dann haben wir alles zusammen. Europa, Land, Stadt und Rom. Ja. Musik aus. Jetzt schauen wir mal, ob die spurten können. Wir wollen immer den Endspurt, ja. Das Publikum mag das auch, wir stehen da beide irgendwie drauf. Immer kräftig zurückrennen. Nun, ihr bekommt in dieser Runde für jede richtige Antwort 100 D-Mark auf euer Konto geschrieben. Und ihr habt dazu natürlich auch genug Zeit, ich sag's euch gleich. Euer Begriff heißt Italien. 20 Sekunden. Jeder von euch nur 5, nicht über den Blieb reden. Martin beginnt. Ruckzuck. Land, Staat, Europa, Rom, Mittelmeer. Ja, haben wir schon. Haben wir schon. Ganz schön fix. Ganz schön fix. 400 Mark gleich. Klasse. Ihr bekommt jetzt für jede richtige Antwort 200 Mark. Wieder zurück nach hinten. Wie lange habt ihr denn immer so geübt jeden Tag? Ach, nicht jeden Tag, so zweimal die Woche, vielleicht so anderthalb Stunden. Ja. Und heute gar kein Schädel von Silvester? Nö, kaum, es ging eigentlich. Ich meine, wir hatten ja nicht so viel zum Verfeiern. Mhm. Also 80 Mark jeder. Ach so, ja, dann kann man schon, ich meine, für 80 Mark jeder, boah, da kann man schön nach Hause wackeln. Also, der zweite Begriff heißt Märchen. Also, Märchen, da fällt mir zuerst mal Hänsel und Gretel ein. Ja. Dann Schneewittchen, dann Dornröschen und... Was nehmen wir noch?
Der Froschkönig, nur Froschkönig. Ohne der? Ja, nur ohne der Froschkönig. Kennt sich ganz schön aus in Märchen. Ja. Die Begriffe stehen alle. Wir machen die Musik aus. Also, Erik und ich, wir sprachen gerade über gestern Abend, Silvester und so. Doch noch ein bisschen Alkohol im Blut. Ha? Der Spurt war nicht so schnell hier. Muss noch ein bisschen schneller werden. Euer nächster Begriff heißt Märchen. 20 Sekunden Zeit. Rock, zock. Gebrüder Grimm, Hans im Glück, Geschichten, Kinder, erzählen, Erzählungen. Hänsel und Gretel, Frau Holle, Hans im Glück, der Wolf und die sieben Geißlein, Schneewittchen. Das tapfere Schneiderlein, Aschenputtel, Aschenbrödel, Hans Christian Andersen. Buch, Bücher, Film, Filme, Geschichte, Geschichten, Schneewittchen. Dornröschen und der Schloss, Froschkönig fehlte. Der Froschkönig und, ja, leider, aber trotzdem, was soll's, 600 Mark. Kommen wir gleich nochmal zwei, 800 Mark seid ihr jetzt, 400 Mark dazu. Prima, ihr wisst, dass ihr jetzt diesen Betrag vervierfachen könnt. Bedingung ist, alle vier Begriffe werden erraten. Macht es am einfach so nach, wie ihr das in der ersten Runde hier gerade eben gemacht habt. Okay, versprochen, dann wieder zurück nach hinten. Ist doch schon ein bisschen mehr, schau mal, heute schon ein bisschen mehr geworden, ja, Erik. Wird gut. Leider ist nicht jeden Tag Silvester. Ja. Der nächste Begriff heißt Dustin Hoffmann. Also Dustin Hoffmann ist ein Mann. Ja. Dann ein Amerikaner. Er ist von Beruf Schauspieler. Und er hat, Dustin Hoffmann hat viele Filme gemacht, also Filme. Filme? Ja. Lässt du die Mehrzahl stellen? Ja, Filme, ja. Gut, ja, in Ordnung. Er hat viele gute gemacht. Schiedsrichter ist einverstanden damit? Wunderbar. Prima, dann machen wir die Musik gleich wieder aus. Jetzt ein tosender Applaus. Der war für den Klasse-Spurt gerade eben, okay? Also, euer Begriff heißt nun Dustin Hoffmann. 20 Sekunden wie immer Zeit. Ruck, zuck. Mann, Amerikaner, Schauspieler, Filme. Ja, das war's! Wahnsinn! Kommst du mir nach vorne? Kommst nach vorne. 3200 Mark. Zum zweiten Mal dabei. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns morgen wieder.